In diesem Tutorial zeige ich, wie ich eine Bodyguard 323 im PCA-Modus neu starte, den Bolus Recorder resette und das Infusionsregime überprüfe und gegebenenfalls ändere. Ich starte die Pumpe mit On-Off. Jetzt sehe ich noch kurz die Daten vom vorherigen Regime. Ich gehe über Info einmal, noch einmal Info. Ich kann hier den Bolus Recorder sehen und die Daten eventuell übertragen. Dann noch einmal Info. Über Einstellung ändern, bestätigen. Mehr, bestätigen. Mit einer Passwortabfrage für das Programmmenü, bestätigen. In das Menü hinein. Hier ist die Sperre noch an. Ich möchte die Sperre aber ausstellen, bestätigen. Jetzt kann ich das Programm einsehen und eventuell ein paar Daten ändern, wenn ich das möchte. Also beispielsweise die Laufrate etwas erhöhen, den Bolus vielleicht etwas niedriger machen, die Sperre länger, das Limit lasse ich immer unangetastet und sperre das Ganze wieder mit OK. Jetzt muss ich ja noch entlüften, also drücke ich auf die Prime-Bolus-Taste. Gebe das Passwort zum Entlüften ein und starte. Das mache ich jetzt natürlich nicht, mein Beutel ist ja leer, nur zum Zeigen. Also ich starte einmal, stoppe gleich wieder und jetzt könnte ich die Pumpe einfach laufen lassen. Was natürlich in gewissen Fällen immer vorkommt, ist, dass die Pumpe neu befüllt ist, gestartet wird und der Patient aber schon Schmerzen hat. Der Bolus ist gesperrt für die Sperrzeit. Das heißt also, wenn ich einen Bolus jetzt auslösen möchte, muss ich einen Arztbolus nehmen. Dafür muss die Pumpe, die gerade läuft, einfach auf Stopp setzen und dann die Prime-Bolus-Taste drücken. Jetzt kann ich mit dem Passwort, was in der Bedienungsanleitung steht, eingeben, starten und mir eine bestimmte Menge, ein bestimmtes Volumen aussuchen, was ich infundieren möchte als initialen Bolus. Luft in der Leitung, wie konnte das passieren? So, jetzt starte ich wieder, mache aber gleich aus, sonst gibt es Alarm.